Alles gar kein Problem. Hey, lass meine Zelda-Bitch in Ruhe. Hey, hier, ich hau dir auf den Sack. Ja. Hey. Pass doch mal auf deinen Sack auf. Ich hau drauf. Noch ein Stück. Tiefer. Ja, super. Ja. Puh. War doch alles Pipifax. Sollte Speedrunner von dem Spiel werden. Es ist vorbei. Vorbei, ist es das?
GG, easy. War es noch rechtzeitig? Schiene. Es tut mir leid um D-Lok, er wollte uns helfen. Du musst dir keine Sorgen um ihn machen. Das hier ist ein Zelda-Spiel, da stirbt niemand. Weißt du, wir Diener der Götter. Wir sind nicht so leicht klein zu kriegen. Was meinst du? Na guck doch mal, ich lege die Atome, in die er zerlegt wurde, wieder zusammen. Der Geist ist sehr widerstandsfähig. Obwohl er sich an nichts erinnern wird, irgendwann wird er wieder in diese Welt kommen. Wir, Lokomos, wir schützen nicht nur die Schienen der Götter. Wir sollen auch über eure Menschen wachen. Na, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ihr braucht den Schutz der Götter nicht mehr. Ich kehre zurück in die Welt der Götter, zusammen mit D-Lok. Und wer dachte, diese dämlichen Schienen wären meine Beine? Nein! Zelda, kümmere dich um dieses Land und du, Navik, hilf ihr bitte dabei. Leb wohl und vielen Dank. So, das war The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ganz schnelle Blitzbewertung zu dem Spiel. Der Soundtrack vom Spiel ist spitze, mit Ausnahme des Kampfes gegen die Loks. Die Grafik des Spiels ist okay, wie es für ein DS so üblich ist. Die Dungeons waren super und spaßig. Die Phantomrätsel waren manchmal nervig. Oh, Händchen halten. Und unterm Strich war es schlechter als Phantom Hourglass. Obwohl ich eine Zeit lang dachte, es wäre besser gewesen. Das ist meine Blitzbewertung, denn jetzt gehe ich kurz nochmal aufs Klo. Hoffentlich auch Nase putzen und dann spielen wir Pokémon. Bis dahin, Credits. Yay!
Ha? Spirit Tracks ist vorbei? Ja, sieht ganz schön nach Ende aus. So, okay. Ins Home-Menü. Oh wow, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist nun erhältlich. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, ne? So, ich bin eine Sekunde lang offline. Und dann sehen die Leute auch auf Twitter die Meldung, dass ich mit Pokémon online bin.